Ah, ich denke, wir greifen mal lieber den Mentes an. Okay, anscheinend müssen wir dann doch den Engie angreifen. Was hat der? Eine Verteidigungsdrohne? Das ist problematisch. Ich habe so viele Sachen, die Raketen sind. Ja gut. Außerdem werden wir vorne angegriffen, verdammt. So, erstmal alle nach vorne. Antrieb werde ich so aber nicht ausschalten. Aber ich muss hier schnell raus. So, dann würde ich mal sagen. Schilde sind aktuell noch unten. Unser auch. Gehen aber nicht kaputt, verdammt. Da ist Feuer ausgebrochen. Das kriege ich aber hin. Kann ich auch eine Energie wegnehmen und hier reinpacken. Bisschen schneller das Ganze. So, okay, Dominik muss da auch raus. Dafür kann ich wieder nach vorne. Oh weia. Das könnte gefährlich enden. Übrigens lädt ihr Schild anscheinend doch nicht auf, dann schieße ich direkt auf die Drohnen. Na komm, Feuer. Geh aus. Geht doch. So, hier dann erstmal wieder die Luft verteilen. Unsere Waffen teilweise online, vorne brennt es. Oh je. Hier geht es ja gleich am Anfang wieder richtig los. So, du kannst zurück in den Maschinenraum. Ich kann die Türen wieder schließen. Und jetzt kann die Artemis direkt auf ihre Waffen feuern. Und das war's auch. Puh. Zwei Raketen, Drohnenteil und 21 Scrap. Jetzt erstmal alle wieder heilen hier. So. Mir geht's schon wieder gut. Übrigens, alle Türen öffnen, damit sich der Sauerstoff besser verteilt. Denn der sollte schon wieder online sein, wenn wir wieder zurück, wenn wir weiterfliegen und ich behalte das Geld. Denn bald haben wir keinen Treibstoff mehr. Ich glaube, es könnte jetzt schon Fail-Run werden, nur weil ich keinen Treibstoff mehr habe. Und das, obwohl ich irgendwie 15 am Anfang hatte. Schon komisch. So, alles wieder schließen. Oh Gott, ich fliege hier hin. Da habe ich zwei weitere Optionen. Außerdem kann ich im Notfall zum Ausgang fliegen. Okay, noch ein Gegner. Außerdem könnte der uns auch Treibstoff geben. Das ist wieder so eine Angriffsdrohne. Dann greife ich die beiden zuerst an. Obwohl, die Raketen könnten eher nerven. Vor allem mit dem Burst Laser, dann mache ich es lieber so rum. Ja, das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Jetzt kann auch die Drohne runter. Obwohl es keinen Unterschied macht, was jetzt zuerst kaputt geht. So, das war's für sie. Nee, kein Treibstoff, dann werde ich nicht aufgeben. Aber was heißt aufgeben? Nicht aufhören. Puh, ein Treibstoff. Oh, und da ist der Laden, Gott sei Dank. Das war echt knapp. Ich hoffe, der hat genug Treibstoff. Nicht wirklich. Drei ist nichts. So, jetzt muss ich mal überlegen. Die Pegasus braucht drei Energie, schießt zweimal. Macht also vier Schaden. Das ist vielleicht keine schlechte. Sie braucht halt nur viel Energie. Die macht zwar kein Schaden, also direkt, aber Schaden gegen Systeme, ja, aber das brauche ich nicht unbedingt. Ja. Und dann die Hüllenraketenwerfer. Außerdem brauche ich mehr Raketen. Hier gäbe es den Hüllenlaser 2 nochmal. Ne, Moment. Der Hüllenlaser 2 macht. Okay, der würde dann 6 Schaden machen, wenn alles trifft. Der Feuer, der verbreitet überall Flammen. Weil der braucht auch drei Energie, das ist vielleicht nicht so doll. Ach, ich überlege gerade, ob ich mir vielleicht diesen Scanner kaufe.
zusätzliche Informationen über die nahegelegenen, dann würde ich zum Beispiel nicht mehr unbedingt in Fallen tappen. Aber ist mir das wirklich das Geld wert? Ich denke nicht. Ich verbessere lieber mal die Waffen, zumindest einmal. Und zwei Energie brauche ich, damit alles online ist. Aber ich gehe erstmal lieber auf bessere Sauerstoffversorgung über. Könnte ich nämlich zum Beispiel das hier auch machen. Wenn es denn unbedingt sein muss, kann ich dann mehr Raketen schießen. Werde ich aber nur im Notfall machen. Ich überlege, ob die auch zwei... Ja, einen mehr Energie wäre natürlich besser, denn wenn die nicht zwei Raketen wirklich verbraucht, obwohl sie zwei schießt, dann ist sie extrem praktisch. So. Okay, ich denke, das schaffen wir alle. Schaffen wir die drei Sprünge noch. Ich hoffe dann einfach mal, dass im nächsten Sektor ein Laden ist. Oder dass wir hier irgendwas kriegen. Das dauert auch extrem lange, um aufzuladen. Man kann in derselben Zeit zweimal mit der normalen schießen. Das ist wirklich was fürs Endgame mehr. Naja, probieren wir es einfach trotzdem aus. Na los. Feuer, Feuer. Na, da muss Stefan noch ein bisschen mehr trainieren, um das zu kriegen. Dass es noch schneller geht. Einen Schaden haben wir genommen. Das soll okay sein. Übrigens, solange das so ist, können wir das auch noch verbessern. Auf die Schilde. Und direkt drauf. Gut. Das hat gepasst. Okay, drei Treibstoff ist gut, ein Drohnenteil, 29 Scrap. Okay, und wir haben es trotzdem voll ausgenutzt, diesen Sektor, obwohl ich kaum Treibstoff hatte. Wir helfen auch hier wieder. Ich will alles mitnehmen, was ich kann. Das ist ja nochmal das gleiche Schiff wie gerade eben im Grunde genommen. Von daher stört es mich nicht. Puh, und ich dachte schon, der Lauf wäre jetzt vorbei. Bam, bam, bam. So, alles beides offline von denen. So, auf den Antrieb. Obwohl ich nicht glaube, dass sie noch abhauen wollen. Das war's für sie. Jupp. Das war irgendwie offensichtlich. Cool, zwei Raketen, Drohnenteil, 31 Scrap. Und die wollen noch jemanden zu meiner Crew hinzufügen. Sehr cool. Weston. Ich muss nochmal gucken, was der konnte Besonderes. Ah, okay, also er ist schlecht im Kämpfen, aber repariert Systeme doppelt so schnell. Ja, anstatt Jevon, würde ich sagen. Jevon geht einfach in die medizinische Station. So früh im Spiel kann man das ja noch machen. Auf zum Ausgang. Mit 5 Treibstoff und 5 Raketen, aber 8 Drohnen. Ach. Oh, das ist sehr cool. 9 Treibstoff für 2 Drohnenteile. Zack. Schon sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ich wollte unten lang fliegen, da ich mir sonst ein System schwerer mache. Also auf zu den NG-kontrollierten Systemen. Ja. Okay. Keine Nebula, kein Nichts, kein gar nichts. Dann gleich auf zum Problem. Diesem Sektor. Wir können entweder die Piraten angreifen oder versuchen, sie rauszuholen. Ich versuche mal, sie rauszuholen. Warum muss man immer böse sein? Vielleicht waren sie gar nicht so böse, Piraten. Wer weiß. Okay, es ist explodiert. Nein, doch nicht. Die Steine drumherum gehen kaputt und sie geben uns ein paar Sachen. 2 Treibstoff, 2 Raketen und 28 Scrap. Gut, das hat sich mal gelohnt. Dann ein bisschen was in die Schilde. So. Dass wir auch ein etwas stärkeres Schild haben. Gut, jetzt ist da genau ein Laden, das war jetzt Pech, aber... Oh, das sieht fast... Ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Stern da an der einen Stelle. Weiter geht's.
geht. Solange ich noch Zeit habe, werde ich erstmal hinten rumfliegen. Wir machen mal mit in ihrer Studie, auch wenn ich glaube, dass wir uns gleich angreifen werden. Oh, doch nicht. Huh, 19 Scrap. Glück gehabt. Dann auch noch zu diesem Distress biegen. Und? Okay, ihre Schilde sind fast weg. Wir helfen ihnen mal. Wir haben ein bisschen Schaden genommen, aber ich glaube, der Scrap ist in Ordnung. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Sofort weiter zum nächsten Laden. Ja, das ging tatsächlich noch ganz gut. Ich habe sonst nichts weiter gefunden. Wir haben jetzt erstmal Raketen und den sämtlichen Treibstoff. Reparieren. Gut, jetzt habe ich kein Geld mehr übrig. Dann wird weiter gesprungen. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Jetzt muss ich schnell weiter erstmal. Und ein Energy Fighter. Irgendwer in die Falle vor allem. Was für eine Falle hier. Seid einfach im Raum gewesen und habt gewartet. Das ist keine besonders effiziente Falle. Moment. Ich denke mal, ich werde hier keine Raketen für diesen Schild verschwenden. Denn da komme ich auch nicht mit Raketen durch. Und sie kommen eh nicht so durch unseren Schild durch. Also mache ich mir keine Sorgen. Die haben keine Chance. Die könnten höchstens abhauen. Denn damit kommen sie nicht durch unseren Schild durch. Pech gehabt, würde ich mal sagen. So. So, ich sollte vielleicht weiter angreifen. So, jetzt kommt der Schild von euch weg. Und dann greife ich direkt eure Waffensysteme an. Ich könnte schon abhauen, wenn es sein muss. Oh, okay, wir beide verfehlen erstmal vollständig irgendwie. Also ich habe nicht vollständig verfehlt, aber nur den Schild wegzuhauen bringt mir nicht viel. Also ehrlich gesagt gar nichts. So, jetzt ist der Schild schon mal beschädigt. Sollten sie eigentlich nicht mehr aufrecht bekommen. Ich kann jetzt direkt angreifen. Piu, piu, piu. Na, ja, das nehme ich an. 4 Raketen, 6 Treibstoff. Da fliegen die Sachen einfach mal direkt vorbei. Schaffe ich die beiden? Hier muss ich noch... Moment. Nee, da geht auch ein Sprung weniger, also... Na, ich gucke mir erstmal diesen Beacon an. Ach, sehr cool. Durch die Energy können wir jetzt wieder was Gutes machen. 2 Raketen, Drohnenteil 44, Scrap. Ja, ich hau lieber schnell weiter ab, denn das wird jetzt immer knapper. Und am Ende kann ich ja nochmal gucken, ob es was bringt. Wir hören mal, wir untersuchen das mal. Okay. Wo ist das Quest? Ich glaube, da komme ich nicht... Na, könnte sein. 1 Sprung, 2 Sprung, 3, 4. Das schaffen wir, glaube ich, noch. Gut, probieren wir es einfach mal aus. Okay, wir können hier Treibstoff kaufen. Ich denke, ich fülle ihn einfach mal voll auf. Denn es kostet weniger als normal. So. Denn irgendwann werde ich den ganzen verbraucht haben. Es sei denn, ich habe jetzt Glück und krieg noch mehr Treibstoff durch die verschiedenen Kämpfe. Cool. Und hier nochmal 3 Treibstoff, so meinte ich das eigentlich. Aber 32 Scrap. Drohnenteil dazu, das ist ganz gut. Da, da und da müsste klappen. Dann habe ich das auch vollständig ausgenutzt, diesen Sektor.